Ist die Schwerkraft schneller als das Licht? Müssten wir demnach also alle Einsteinschen Naturgesetze über den Haufen werfen? In diesem Video gehen wir gemeinsam auf eine wilde Reise durch Raum und Zeit. Bleibt also bis zum Ende dran. Und wenn es euch gefällt, dann freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben und einen Kommentar. Denn das bringt den YouTube-Algorithmus dazu, dieses Video noch mehr Menschen anzuzeigen. Vielen Dank, Leute, und herzlich willkommen. Immer wenn mich jemand fragt, was mich eigentlich noch auf dem Boden der Tatsachen hält, antworte ich, die Schwerkraft. Was sonst? Aber wenn man mal genauer anfängt, über die Schwerkraft nachzudenken, dann wird's schnell mysteriös. Was ist Schwerkraft eigentlich genau? Der Nachweis eines Schwerkraftteilchens ist nach wie vor nicht zweifelsfrei gelungen und die Erklärung der Ursache dieser Kraft ist weiterhin eines der größten Rätsel der Physik. Aber unabhängig davon, wie und ob die Gravitation quantenphysikalisch zu erklären ist, ist sie jedenfalls irgendwie da, glaube ich zumindest. Falls jemand von euch gerade gravitationslos im Raum schwebt, während ihr dieses Video schaut, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Einer der verwirrendsten Aspekte der Gravitation ist jedenfalls, dass sie sofort, also instantan zu wirken scheint. Oder reißt die Schwerkraft der Sonne, die die Erde festhält, etwa auch mit der Geschwindigkeit des Lichts zu uns? Um dieses Rätsel zu lösen, müssen wir etwas tiefer in die Einsteinsche Physik eintauchen. Albert Einstein fand in seiner Relativitätstheorie heraus, dass Raum und Zeit untrennbar zusammengehören. Gemeinsam bilden sie die Raumzeit und Schwerkraft beeinflusst die Raumzeit. Je schwerer ein Objekt ist, desto mehr wird die Raumzeit, die wir uns der Einfachheit halber wie eine Art Gitternetz vorstellen können, gekrümmt. Auch ihr beeinflusst gerade durch euer Gewicht die Raumzeit. Das soll natürlich nicht heißen, dass ihr dick seid. Eine weitere wichtige Erkenntnis Einsteins war, dass es eine maximale Geschwindigkeit im Kosmos gibt. Diese bezeichnet man als Geschwindigkeit c. Die Relativitätstheorie besagt, dass sich die Geschwindigkeit von Licht, das sich durch ein Vakuum bewegt, nie verändert. Mit gerundet 300.000 Kilometern pro Sekunde hat Licht die höchste erreichbare Geschwindigkeit im Universum. Und das gilt übrigens nicht nur für Licht, auch wenn man landläufig immer von Lichtgeschwindigkeit spricht, sondern auch für alle anderen elektromagnetischen Wellen. Woraus ergibt sich diese maximale Geschwindigkeit? Das ist etwas knifflig, aber ich habe mal versucht, es in diesem professionellen Diagramm darzustellen. Ein Raumschiff, das durch den Kosmos fliegt, bewegt sich durch Raum und Zeit. Je schneller es sich durch den Raum bewegt, desto langsamer vergeht die Zeit. Ihr erinnert euch an das Konzept der Raumzeit. Jetzt stellen wir uns ein Photon vor, ein Lichtteilchen. Das bewegt sich natürlich wesentlich schneller als ein Raumschiff, nämlich mit der maximalen Geschwindigkeit c. Diese Geschwindigkeit hat einen derart massiven Einfluss auf die Raumzeit, dass die Zeitkomponente komplett entfällt. Die Zeit wird so sehr verlangsamt, dass sie stillsteht. Für das Licht existiert so gesehen also keine Zeit. Und das stellt die maximale Ausreizung der Beziehung zwischen Raum und Zeit dar. Mehr als das gänzliche Wegfallen der Zeitkomponente geht eben nicht und deswegen ist genau an diesem Geschwindigkeitspunkt die maximale Geschwindigkeit erreicht. Ich sehe jetzt schon die Fragezeichen in euren Augen. Vielleicht sagen jetzt einige von euch, aber warum liegt das Geschwindigkeitsmaximum genau an diesem Punkt? Das ist dann im Prinzip eine philosophische Frage, weshalb die Naturgesetze genau so sind, wie sie eben sind. Es ist quasi der Programmiercode unserer Realität, wie die Gesetze der Matrix, die uns vorgeschrieben sind. Schreibt mir gerne mal eure Ideen in die Kommentare. Woher kommen die Naturgesetze? Was ist die Ursache der physikalischen Gesetze unseres Kosmos? Eine Art Matrix oder was ganz anderes? Würde mich sehr interessieren, was ihr denkt und ich versuche auf so viele Kommentare wie möglich zu antworten, versprochen. Nun aber zurück zur Schwerkraft. Wie verhält sich die Gravitation nun in diesem Zusammenspiel von Geschwindigkeit, Raum und Zeit? Isaac Newton, der Entdecker der Schwerkraft, dem der Legende nach ja ein Apfel auf den Kopf gefallen sein soll, glaubte, dass sich diese Kraftwirkung ganz ohne zeitliche Verzögerung ausbreitet. Albert Einstein sagt in seiner Relativitätstheorie hingegen, dass Gravitation sich ebenfalls nur mit Lichtgeschwindigkeit bewegen könnte. Was stimmt denn nun? Wirkt denn nicht die Schwerkraft der Sonne sofort auf uns? Würde die Sonne jetzt verschwinden? Wäre ihre Schwerkraft dann sofort weg? Oder würde es rund 8 Minuten dauern, bis wir es bemerken? Das ist nämlich die Zeit, die auch das Licht von der Sonne bis zur Erde benötigt. Ein Forscherteam der University of Columbia hat vor Jahren ein sehr cleveres Experiment gestartet, um diese Frage
ein für alle Mal zu klären. Und dabei half ihnen das Planetenschwergewicht unseres Sonnensystems, der Jupiter. Der Jupiter ist doppelt so schwer wie alle anderen Planeten des Sonnensystems zusammen. Er bringt also richtig was auf die Waage. Ist das schon planetares Fettshaming? Und so sah das Experiment der Forscher aus. Während der Jupiter durchs Blickfeld zog, beobachteten die Forscher mit mehreren zusammengeschalteten Teleskopen das Licht eines Quasars, also dem aktiven, energiereichen Zentrum einer weit entfernten Galaxie. Die von Jupiter ausgehende Gravitationskraft lenkte das Licht dieses Quasars minimal ab. Sie nutzten den Jupiter also als eine Gravitationslinse. Und daraus konnten die Wissenschaftler dann die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Schwerkraft berechnen. Also eine ebenso einfache wie geniale Methode. Und das Ergebnis? Die Schwerkraft wirkt nicht instantan, sie breitet sich mit Lichtgeschwindigkeit aus. Dies wurde später auch durch die ersten Messungen von Gravitationswellen bestätigt. Gravitationswellen bezeichnen eine Art Vibrieren der Raumzeit, wenn zwei massereiche Objekte kollidieren. Wenn beispielsweise zwei schwarze Löcher verschmelzen, beginnt das Gitternetz der Raumzeit zu wackeln. Und dieses Wackeln wurde erstmals im September 2015 von Wissenschaftlern der LIGO-Kollaboration erfolgreich nachgewiesen, nachdem Albert Einstein es schon vor knapp 100 Jahren vorausgesagt hatte. Gravitationswellen sind nur möglich, wenn die Schwerkraft sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet. Nach der Newtonschen Physik, der bis dahin tatsächlich noch einige Wissenschaftler anhingen, wäre eine solche Welle nicht denkbar, denn die Schwerkraft würde die Erde ja sofort erreichen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Gravitation bewegt sich ebenso schnell wie das Licht und obwohl dies lange umstritten war, kann es nun als bewiesen betrachtet werden. So ein paar Folgefragen stellen sich da aber trotzdem noch. Zum Beispiel, wenn das so ist, weshalb kann dann das Licht ein schwarzes Loch nicht verlassen, Gravitation aber schon? Das beruht allerdings auf einer falschen Vorstellung eines schwarzen Lochs. Das schwarze Loch sendet nämlich keine Gravitation aus seinem Inneren aus, sondern das schwarze Loch ist selbst das Gravitationsfeld. Anders gesagt, Gravitation muss das schwarze Loch gar nicht erst verlassen, das schwarze Loch an sich ist ein eingefrorenes Gravitationsfeld. Gravitation kann statisch sein, Gravitationswellen sind so schnell wie das Licht. Nach diesem Ausflug in die Geschwindigkeit von Schwerkraft und Licht musste ich an den Film Interstellar denken, in dem die Idee vorgestellt wird, dass es noch eine mächtigere, schnellere Kraft im Universum gibt, Liebe. Die lässt sich nämlich selbst durch die Krümmung der Raumzeit nicht aufhalten. Und deswegen hier noch ein schönes Zitat für euch, das vermeintlich, muss man ja mal vorsichtig sein, von Albert Einstein stammt. Die Gravitation kann nicht dafür verantwortlich gemacht werden, dass Menschen sich verlieben. Wie um alles in der Welt kann man ein so wichtiges Phänomen wie die erste Liebe mit den Mitteln der Physik erklären. Legen Sie Ihre Hand für eine Minute auf einen Herd und es kommt Ihnen wie eine Stunde vor. Sitzen Sie eine Stunde lang mit diesem tollen Mädchen zusammen und es kommt Ihnen wie eine Minute vor. Das ist Relativität. Wer jetzt noch nicht genug hat von Raumzeitkrümmung und einsteinscher Physik, für den habe ich noch etwas. Einige Physiker behaupten, dass unser Universum in einem schwarzen Loch existiert. Demnach wären wir also gerade in diesem Moment im Zentrum eines schwarzen Lochs. Was? Alles zu dieser irren Hypothese erfahrt ihr im angezeigten Video. Klickt unbedingt mal drauf. Und wenn ihr meine Arbeit etwas unterstützen wollt, dann gönnt euch eins meiner selbstgeschriebenen Weltraumbücher, einen Plüschplaneten oder echte Meteoriten in meinem Weltraumshop. Klickt auf den Shop-Button, stöbert durch den nerdigen Kram. Jeder Kauf unterstützt meine Arbeit. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute.